Wenn er sich wie eine Bierbank anfühlt, ist er genau richtig. Und je länger man drauf sitzt, desto bequemer wird er. Kennst nicht Sitzprobleme wie Rückenschmerzen, taube Hände, taube Beine, einen schmerzenden Hintern oder auch Taube Nudel. taube Nudel war das Stichwort. Denn das erfahrt ihr auch noch im Verlauf des Videos, was es da auf sich hat. Wir haben eine gute Lösung gefunden, denke ich. Und das ist auch für euch mit Sicherheit interessant, auch wenn ihr denkt, ihr habt gar keine Probleme. Das dachte ich auch. Aber es geht trotzdem manchmal noch eine Stufe besser. Und von dem her lohnt es sich, dieses Video anzuschauen. Wie kam es dazu? Wir waren in der Schweiz unterwegs und Petra ist vorgefahren und ich habe durch Zufall einen Esculap-Bus gesehen und habe dann Petra gesagt, hey, bleib mal kurz stehen, dem tun wir jetzt einfach mal ein Kärtchen hin, weil ich habe schon gemotzt an der Tour, dass mir der Popo wehtut und dass ich nicht so bequem sitze und das ist auch bei dem E-Bike, den wir fahren, ich habe noch den Originalsattel, der Und war der ist echt die scheiße. Hölle, ja. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, hey, komm, lass mal ein Kärtchen hin tun. Vielleicht haben die eine Lösung für uns. Ja, ich war ein bisschen abgeneigt, weil ich habe keine Probleme, hatte ich auch nicht mehr, habe ich lange Zeit gehabt, habe ich alles selbst eruiert, aber habe mir dann gedacht, ach, witzig ist es und schaden kann es nicht. Und ja, während dem Laborbesuch bin ich echt zu nochmal einigen neuen Erkenntnissen gekommen, weshalb ich auch denke, dass wirklich für jeden von euch was Interessantes dabei ist. Ich habe immer das Problem, wenn ich länger fahre, schlafen mir einfach die Beine ein teilweise. Also ich kriege so ein Kribbeln in den Füßen und ich finde irgendwann mal unbequem. Also ich finde keine richtige Sitzhaltung mehr. Also ich rutsche dann immer nach vorne oder nach hinten, warte dann ab, stehe mal auf und das möchte ich einfach nicht mehr. Mal, was es hier alles gibt. Ich habe einen bayerischen Sattel entdeckt. Das ist der erste Prototyp, haben wir gerade erfahren. Ja, herzlich willkommen, servus. Daniel, Wie geht's, servus. wie steht's? Ja, soweit, alles gut. Jetzt seid ihr endlich da, um euch meinen ergonomischen Sattel abzuholen. Ne? Ja. Sagen, fangen wir erstmal an, deine Sitzknochen zu vermessen. Okay, Und perfekt. dann gucken wir mal, welche Sattelgröße für dich das Richtige wäre. Geht's hier direkt zu unserer Sitzknochenvermessung. Also, wir haben hier ein wunderbares Papier mit einer ganz einfachen Noppenplatte. Da braucht man nichts Technisches, nichts Digitales, sondern wir machen das einfach noch oldschool, wie so ein schönes Röntgenbild. Setz dich doch einfach mal mittig hier drauf, bitte. Genau, bleibst du sitzen, stell da oben deine Beine ab. Links, rechts festhalten. Hohlkreuz machen. Und jetzt zwei, dreimal kräftig ziehen, dass du deine Sitzknochen spürst. Wunderbar, das war's auch schon. So. Und jetzt sehen wir hier ganz deutlich deine Sitzknochen, wie sie es durchgedrückt hat. Dann machen wir hier. So. Das ist jetzt meine taube Nudel, oder wie? Nein, das ist dein Arschgesicht. So, also du hast einen 11er Sitzknochen, also 10,5 sogar nur. Wir runden allerdings auf 11. Und dann sitzt du ja auf deinem Rad, wie würdest du selber sagen, drauf? Also ich würde sagen, so, da dazwischen, ich oder? Ich würde eher sagen, so. Also das ist die moderate Sitzposition, 45 Grad Winkel. Das hier ist eher Rennrad-Unterlenker und das hier ist dann eher Triathlon. Also nichts für dich Dann so. Auf dem Mountainbike. Also rechnen wir hier plus 2. Sprich, 11 plus 2 ist ein 13er Sitzknochen. Genau, und ich kann jetzt auch ganz deutlich zeigen, welchen Vorteil wir eben praktisch haben mit unserem Sattel im Vergleich zu dem, den du jetzt drauf hast. Und wenn du das hier anschaust, siehst du ganz deutlich, deine Sitzknochen liegen hier außen. Das heißt, dein Becken wird immer auseinandergespreizt und sobald du das Pedalieren anfängst, rutschst du nach vorne und dann gibt es praktisch vorne im Intimbereich Druck, wo wir das Ganze nicht haben wollen. Wenn ich mir jetzt mal praktisch einen Sattel von uns anschaue, siehst du einfach ganz deutlich, wir haben eine gerade Sitzfläche. Deine Sitzknochen liegen optimal auf dem Sattel auf. Der Druck kann nach oben gehen und sich über dem ganzen Becken verteilen. Und wenn du mal praktisch die Form des Sattels anschaust, auch von der Seite, dann siehst du ganz deutlich, wir haben hier ein kleines Plateau. Und dadurch ist praktisch dein Intimbereich in der Luft und du hast den Druck nur noch hinten am Sitzknochen drauf. Also, hey, dann vermessen wir dich mal. Einmal kräftig ziehen, nochmal kräftig ziehen. Ah, sie spürt schon, passt, kannst aufstehen. An einen Lady sitzt mein Abstand. Frauen sind tendenziell immer 2 bis 3 Zentimeter breiter als Herren, da sie Kinder kriegen dürfen. Und man möchte immer gerne einen schmalen Sattel. Ich gehöre da auch dazu. Aber ich habe das schon länger verstanden, dass es keinen Sinn macht. Deswegen war mir klar, wo ich die zum ersten Mal gesehen habe, dass die bequem sein müssen, weil ihr eben flache Sattel macht. Viele sind ja so stylisch abgerundet und das ist eben echt der Tod, finde ich. Also, das sieht zwar cool aus, aber es ist halt super unbequem. Und genau so ist es. Und ich meine das einfach so, wie wenn du dir eine Schuhgröße 34 kaufst, weil es hübscher ausschaut. Bringt aber nichts, weil dir deine Zehen sonst irgendwann abfallen. Und hier sehen wir ganz deutlich, wir haben einen 14er Sitzknochen. Das heißt, hier ist jeder Standardsattel viel zu schmal. Ich zeige dir auch gleich, ja, warum. Das heißt, wir müssen bei dir plus 2 rechnen, ist gleich ein 16er Sattel.
Und jetzt zeige ich euch mal, wie ein Damensitzknochen auf so einem schrecklichen OEM-Sattel ausschaut. Weil hier sehen wir einfach, die hängt halt wirklich komplett drüber. Das heißt, du bist halt einfach mit dem Schambeinbogen komplett auf dem Sattel drauf und drückst dir da eben alle Nervenbahnen ab. Und dann macht das Ganze auch wirklich überhaupt keinen Spaß. Ja, und das kann ich echt nur bestätigen. Du darfst aber nicht vergessen, du hast am Anfang eine kleine Eingewöhnungszeit. Da du, der Druck, der hier vorne nicht mehr ist, der löst sich ja nicht in Luft auf, sondern legt sich auf die Sitzknochen an. Das heißt, der Sattel fühlt sich am Anfang an wie ein bisschen eine Bierbank. Das heißt, der Druck ist wirklich nur noch auf den Sitzknochen. Dauert 2 bis 3 Ausfahrten, hat sich der Sitzknochenhaut gebildet. Und dann ist es auch komplett vorbei. Aber ich glaube, da bin ich echt gespannt, weil ich habe meinen Sattel immer ziemlich geneigt, damit ich eben wirklich auf den Sitzknochen sitze. Also ich habe das schon ganz gut hingekriegt. Und vielleicht müsst ihr jetzt nicht mehr schreiben, dass mein Sattel so komisch aussieht, weil er jetzt dann wahrscheinlich etwas normaler drauf ist. Genau so ist es. Zumal das Problem halt einfach ist, sobald du den Sattel so nach vorne kippst, kippt dein ganzes Becken auch noch nach vorne ab und du hast viel mehr Druck auf den Händen. Und dann schlafen dir die Hände ein. Also ich fahre sehr viel bergauf, deswegen geht's. Aber ja, klar. Nee. Aber wie gesagt, für die Hände können wir natürlich auch noch was machen, das wäre auch gleich der nächste Schritt. Leg doch mal bitte deine Hand hier auf diese Griffweitenbestimmung, da oben anstellen, ausstrecken, abnehmen. Und wir sind eindeutig bei einem S-Griff. Bei euch aus mit euren Handgelenken. Schläft euch da was ein beim Fahren? Karpaltunnel, Medianonerv? Also ich merke es immer hier. Also ich habe auch so ein bisschen, Peter ganz weiß es, aber ich habe einen Tennisarm mal. Und jetzt siehst du ganz deutlich, wenn du mal hier drauf filmst, das ist keine natürliche Handgelenkspositionierung. Du siehst einfach, das Handgelenk ist hier abgeknickt, wird hier im Karpaltunnel eingeklemmt und dann schlafen dir eben die Finger ein. Ja. Wenn du jetzt mal im Vergleich dazu diesen Lenker in die Hand nimmst und nach vorne streckst und dir jetzt deine Handgelenke anschaust, dann siehst du einfach, die Handgelenke sind genau so, wie die Natur sie gegeben hat, sprich in der geraden Linie. Dadurch hast du halt auch viel weniger Kraftaufwand und deine Handgelenke sind einfach in natürlichen Positionen und schläft nichts mehr ein. Und das in Kombination mit dem Griff wirst du einfach ein komplettes Sorglospaket haben. Super. Schaut am Anfang ein bisschen komisch aus, hab schon gehört, ich habe doch kein Oma-Rad, weil er so ein bisschen gekröpft ist, aber tatsächlich 16 Grad ist die natürliche Stellung. Wenn du mich mal siehst, wenn du deine Hand seitlich runterhängen lässt, dann den Stift nimmst, dann siehst du ganz deutlich, wo der Stift steht. Das heißt, rein theoretisch müsste der Lenker auch noch einen Downsweep haben, dass das also wirklich optimal ist. Ja. Was wir tatsächlich auch bei Trekkingrädern haben. Ah, okay. Und, aber hier fürs Mountainbike, den gibt es in 3 verschiedenen Höhen. Low, Medium und High. Das heißt 1,5, 3 und 4,5 cm nach oben. Was würdest du denn gerne fahren? Also ich bin, glaube ich, so mit einem Medium. Medium, da kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Na, selbstverständlich auch diesen Lenker. Das heißt, was würdest du nehmen? Low, Medium, High? Hier manchmal Probleme. Ja. Hat das auch damit zu tun? Das liegt genau daran. Weil wenn du siehst, also wenn du das hier abknickst, es ist praktisch so, hier verläuft der Ulnarnerv und hier verläuft der Medianusnerv und hier unten ist der Karpaltunnel. Das heißt, wenn du hier die Hand abknickst, wird der Nerv geknickt und dann schlafen dir deine Fingerchen ein. Welche Höhe würdest du denn gerne nehmen? Also ich stehe auf Druck am Vorderrad, ich hätte gerne so niedrig wie möglich. Alles klar, dann besorgen wir den Low. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal ins Lager runter und holen eure Ware. Hallo Lager! Lager. So, ach, ich würde sagen, wir gehen einfach mal da durch. Dann könnt ihr mal so ein bisschen... Genau so ist es, also ihr seht... Wir sind recht klein, das ist tatsächlich alles an Lager, was wir haben. Aber handeln wir wirklich wunderbar. Oh, danke schön. So, hier sind schon eure Sachen. Ich übergebe euch die mal. Danke. Uiuiui, wie Weihnachten, gell? Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück ins Labor und montieren euch die Sachen. Dann praktisch eure Sättelmodelle. Das hier ist jetzt praktisch das Modell fürs E-Bike. Hier sehen wir ganz deutlich, die Seite ist einfach ein bisschen voluminöser im Vergleich zu der Seite. Ist einfach, bei dem kommt man besser an den Flanken vorbei, wenn du einfach auf Vollgas trittst, ein bisschen mehr Überhöhung hast. Also das ist praktisch fürs normale Fahrrad und das ist praktisch unser E-Bike Gravity Sattel. Hier haben wir halt einfach, wie schon mal gesagt, dieses neue Infinergy Material drin, was man von einem bekannten Laufschuhhersteller auch kennt. Schöne ist, es hat halt sehr, sehr gute Rückstelleigenschaften, genauso wie Gummi, nur wiegt halt einfach deutlich weniger. Sprich, wir haben hier einen sehr, sehr weichen Sattel. Und hier mit so einem Kinesio-Tape haben wir das Ganze nochmal härter gemacht, dass du mit deinem Sitzknochen nicht zu tief einsinkst und wieder vorne Druck bekommst. Prinzip bei dem Sattel einfach nur ein bisschen weniger Material. Beide haben das Active-System, beide haben die Stufe und beide sind einfach super entlastend und ergonomisch. Und hier sehen wir auch ganz deutlich die Größenunterschiede. Das ist praktisch der Frauensattel, das ist der Männersattel. Wie schön er das noch herzeigt und niemand möchte das so genau sehen. Mann. Sattel. Also für den Deppen, der sich nicht so gut damit auskennt, heißt es quasi, der E-Bike-Sattel ist noch ein bisschen bequemer, aber nicht so gut, wenn man dann wirklich sich reinklemmt aufs Fahrrad.
Und von dem her macht es Sinn, dass man E-Bike wirklich den E-Bike-Sattel nimmt und Bio-Bike besser den Bio-Bike, weil sich dann in Summe eben korrekt bequemer also anfühlt. Praktisch, wenn du den Sattel jetzt auf dem Rennrad oder auf ein sehr, sehr sportliches Mountainbike drauf machst, wirst du damit keine Freude haben, weil einfach die Nase zu dick ist, die Flanken ein bisschen zu dick sind. Das heißt, der Sattel muss auch immer fürs Einsatzgebiet vom Fahrrad passen. Mhm. Aber das heißt, wenn jemand wirklich zufrieden ist mit dem Biobike-Sattel, dann könnte der den theoretisch auch auf dem E-Bike fahren. Das wäre besser wie andersrum sozusagen. Geht ganz genauso. Es geht aber auch genauso der. Also das ist praktisch auch nicht nur ein klassischer E-Bike-Sattel, sondern es kommt darüber an, wie die Fahrweise ist. Wenn jetzt einer super, super sportlich ist und Vollgas gibt, dann würde ich eher die dünnere, schmälere Version nehmen. Wenn jetzt einer eher auf Komfort ausgelegt ist, dann würde ich eher die dickere Version nehmen. Okay, ich bin echt super gespannt. Es ist mega, dass wir beide testen dürfen, quasi einmal Bio, einmal E. Und wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es für uns so anfühlt. Und wir werden es definitiv testen, weil wir haben, was haben wir vor? Transalp Challenge. Wir fahren 20.000 Höhenmeter in 7 Tagen und das wird der Bewährungstest sein, oder? Legen wir mal los mit unserem super tollen neuen Escalip Tool. Was kann das? Was das kann, das ist komplett aus Edelstahl, das ist von Vera. Wir haben hier wirklich alle gängigsten Schlüssel, die wir brauchen. Das Ganze kann man hochklippen, einfach rausziehen, wieder reinschieben. Dann passen hier super Visitenkarten rein. Unter anderem auch von euch. Alles dabei. Genau, ist bei uns im Onlineshop bestellbar. Hier sehen wir schon, du hast die Nase auch leicht abfallend montiert, dass du einfach weniger Druck vorne im Intimbereich hast. Ja, richtig. Problem ist allerdings nur, wenn das Ganze so steht, steht dein Becken auch so, heißt dein Becken wird dir immer nach vorne abkippen. Ja. Und dadurch kriegst du einfach mehr Druck auf den Handgelenken. Ja. Ganz genau. Mehr Druck heißt mehr Kraftaufwand, sprich kürzeres Radfahren für dich. So. Jetzt hier zum Beispiel sehen, du hattest deinen Sattel auch relativ weit hinten montiert. Das heißt, bei unseren Sätteln zur Grundeinstellung wirklich bitte immer erstmal ganz, ganz weit nach vorne schieben, also Richtung Lenker. Ja, das ist und von der Ausrichtung her, also die Grundeinstellung ist dann wirklich, dass die Nase gerade ist, das Heck ist immer ein bisschen erhoben. Kommen wir jetzt mal zu den Griffen. Da erkläre ich euch noch mal ein bisschen was. Also du siehst ja hier, dieser Griff ist einfach nur rund. Ja, hat ein bisschen Perforierung, wunderbar. Aber das wollen wir nicht, weil wie gesagt, wir haben ja vorher schon gesehen, dass wir hier Nervenbahnen haben, die hier durchgehen. Und wir haben festgestellt, hier außen, wo der Karateschläger seine Steine durchhaut, sind am wenigsten Nervenbahnen. Also da, die am wenigsten Schmerzen verursachen. Deswegen haben wir praktisch hier diesen Griff entwickelt, der hochoval ist, dass praktisch deine Druckpunkte nur noch hier außen sind. Dann haben wir hier vorne eine wunderbare Ergo-Bar. Das heißt, wenn ich hier anfange, dann hängen sich meine Finger wirklich genau hier rein. Sprich, wenn ich mal im Trail bin, kann ich auch wirklich mal so fahren und meine Hand wirklich wunderbar entlasten und der Hauptdruck ist wirklich nur noch hier drauf. Können wir stehen? Left und Right ist immer ganz, ganz wichtig. Also das wirklich nicht verwechseln, weil sonst passt das Ganze nicht. Das heißt, wie wenn man Schuhe anzieht. Genau so ist es. Ein bisschen aufdrehen. So, dann zur Einstellung. Wir haben hier oben eine Null. Das heißt, die Null zeigt eigentlich immer den Weg nach oben. Das Ganze kann man auch noch von der Seite anschauen. Hier kann man ganz gut sehen, der Schriftzug, wenn der gerade ist, dann bist du praktisch für Normalfahrer gedacht. Da ihr aber gerne ein bisschen bergab fahrt auch, kannst du das Ganze wirklich ein bisschen drehen. Sprich, wenn die Schrift bergab fährt, fährst du auch besser bergab. Punkt ist, du stehst über dem Rad, sprich, hier ist dann eben deine Auflagefläche vom Handbein. Das Ganze auf 3 Newtonmeter anziehen. Das Schöne ist an dem Griff, er ist wirklich komplett BPA- und weichmacherfrei. Das heißt, er fängt auch nicht zum Kleben an. Und das heißt, du hast halt hier auch wirklich keinen Dreck drin. Und jetzt wirst du schon deutlich deine Sitzknochen spüren, richtig? Ja, sofort. Es ist am Anfang, wie gesagt, übertreibt es nicht am Anfang, wenn ihr damit fahrt. Macht 2 bis 3 Ausfahrten von 10 bis 15 Kilometer, weil euer Sitzknochen muss sich das erst dran gewöhnen. Also Sitzknochenhaut muss sich bilden und wenn ihr damit übertreibt, dann tut euch das einfach zu weh. Sprich, wenn er sich in den Bierbank anfühlt, ist er genau richtig und je länger man drauf sitzt, desto bequemer wird er. Was macht die Matratze da hinten, ist, wenn ihr müde seid? Die Matratze ist nicht, wenn wir müde sind, sondern die Matratze ist praktisch ein anderes Projekt. Q-Matratzen heißt das Ganze. Das heißt, da wir sehr viel mit Schäumen zu tun haben, wegen unseren Sätteln auch, hat unser Chef gedacht, wir machen jetzt auch gleich mal eine Matratze noch dazu. Wollte ich euch die Besonderheiten auch noch dazu erklären. Verschiedene Schaumschichten drin. Und wenn wir die tauschen untereinander, können wir die Härte natürlich ändern. Und das Allerwichtigste ist, wir haben hier unten einen Keil drin, den wir in verschiedenen Stärken machen können, damit wir praktisch, wenn wir zum Beispiel als Seitenschläfer hier seitlich nicht durchhängen wie die Banane und da hier einfach optimaler Schlaf gewährleistet ist, damit wir richtig schön ausgeschlafen sind und Fahrrad fahren können.
Das klingt gar nicht schlecht, ich muss es zugeben. Ja, ich habe jetzt echt eben das in 20 Jahren mir alles erarbeitet, was man hier relativ schnell mitkriegen kann. Und jeder, der sein Radl noch nicht optimal eingestellt hat, ihr habt so viel Kohle für euer Rad ausgegeben, investiert ein bisschen Zeit und Geld in die richtige Sitzposition, weil das ist es allemal wert, würde ich behaupten. Und was bringt das beste Fahrrad, wenn du Schmerzen hast und nicht fahren kannst? Also das wäre mein Tipp dazu und ich habe wirklich schon sehr, sehr viel gesehen. Und ja. Unter anderem habt ihr bei uns auf der Homepage 30 Tage Testzeit, sprich kein Risiko. Wow, das klingt auch ziemlich gut. Und wir haben gehört, es gibt noch Produktdetailvideos, die werden wir euch unten verlinken. Das war jetzt einfach nur mal ein kurzer Abriss, damit ihr wisst, was alles möglich ist. Und ja, wir werden es jetzt dann auf Herz und Nieren testen. Oh, da kommt der Sadomaso-Sattel. Also du musst jetzt auch noch mal deinen Sattel. Ich glaube, Petra, das wird deiner, oder? Ich würde ihn lieben, so ist es ja nicht. Ja, wir werden gepimpt. Aber erzähl mal, was Manuel von Bike und Pimpen hat. Also der Manuel von M1 hat im Endeffekt immer ein sehr schlichtes Rad und er wird den Aufkleber, glaube ich, lieben. Grüße gehen raus, Manuel. Und falls ihr selber mit SQLab unterwegs seid, dann schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie das so ist. Und wenn ihr einen anderen passenden guten Sattel habt, dann auch, weil wir sind einfach neugierig, was für euch funktioniert und warum. Genau so sieht's aus. Bitte Daumen hoch.